Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den brandneuen DJI Phantom 2 Vision. Ja, heute wollen wir uns mal anschauen, wie hier unten drunter die Kamera gesteuert wird. Dazu verbinden wir hier zunächst ein Handy mit der Funke. Hier oben gibt es ja so eine tolle Halterung und nutzen dann hier den Wi-Fi Range Extender, um uns per Handy-App mit der Kamera zu verbinden und diese dann zu steuern. Bevor ich euch zeige, wie das jetzt allerdings geht, noch mein Dank an die Firma Thunder Tiger Europe, die mir freundlicherweise hier diesen Phantom 2 Vision für diese Serie zur Verfügung gestellt hat. Bevor wir loslegen, müssen wir uns zunächst einmal die DJI Vision App herunterladen. Bei Apple gibt es die im App Store und auf Android-Geräten im Play Store. Am besten einfach suchen nach DJI Vision und dann findet ihr hier unter Apps eine App, die DJI Vision heißt, die dann anklicken, so sieht das Ganze aus, auf Installieren gehen, hier bestätigen und dann wird die App installiert. Während die App nun installiert, nehmen wir uns hier den Range Extender vor. Der hat an der Seite so einen kleinen An- und Ausschalter. Den schalten wir jetzt von Off auf On. Dann geht hier oben eine Power-LED an und eine System-LED, die bleibt noch aus. Das wird sich aber gleich ändern. Sollte bei euch hier gar nichts passieren, dann habt ihr vergessen, das Gerät aufzuladen. Hier an der Seite ist ein USB-Anschluss, an den PC anschließen per USB-Kabel oder ein USB-Ladegerät und dann entsprechend aufladen. Weiter geht es jetzt an der DJI-Kamera. Hier gehen wir zunächst einmal hin und setzen jetzt eine Micro-SD-Karte ein in die Kamera, damit wir auch nachher was aufnehmen können. Wenn das dann gemacht ist, dann widmen wir uns diesem Schalter hier. Der hat drei Positionen. Off, das bedeutet, dass die Kamera aus ist. Cam on, das bedeutet, dass nur die Kamera an ist. Wir wollen aber auf die dritte Position Wi-Fi on. Schalten wir mal rüber. Das bedeutet, dass sowohl die Kamera als auch hier das WLAN-Netzwerk der Kamera angeschaltet wird. Als nächstes können wir jetzt den Kopter anmachen. Bitte vergesst nicht, bevor ihr den Kopter anmacht, auf jeden Fall die Fernsteuerung anzumachen. Dann den Kopter an, einmal kurz drücken und gedrückt halten. So, und wenn der Kopter dann an ist, dann ist auch die Kamera mit Strom versorgt und wir können uns hier dann jetzt der App widmen. Als nächstes gehen wir dann hin und öffnen hier diese Klammer und stecken dort nun unser Handy rein. Übrigens, hier gab es die Frage, ob auch große Handys da reinpassen. Das hier ist ein Samsung Galaxy Note 3, also ein sogenanntes Phablet. Auch das passt hier ohne Probleme rein. Dann starten wir die App. Wenn wir das gemacht haben, dann kommen am Anfang so ein paar Tipps, ein paar grundsätzliche Tipps. Die kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Und danach kommt dann hier ein Bildschirm, wo man entweder Register oder Login klicken kann. Da müsst ihr euch anmelden an die App mit der Kennung, mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, das ihr bereits benutzt habt, um euch auf der DJI-Webseite oder an der Software zu registrieren. Das mache ich mal schnell. Wenn wir uns dann angemeldet haben, dann landen wir hier im Hauptbildschirm der App. Dort gibt es vier große Buttons und einen kleinen grauen hier oben. Dort steht Please Connect Wi-Fi und den müssen wir auch immer als allererstes drücken. Dann kommen wir hier in die WLAN-Übersicht. Hier schalten wir zunächst einmal WLAN grundsätzlich an. Dann scannt hier die Oberfläche nach Netzwerken, nach WLAN-Netzwerken in der Nähe. Ihr seht hier, in dem Fall wird automatisch verbunden mit meinem Heimnetzwerk. Das soll uns erstmal weiter nicht stören. Wir halten Ausschau nach einem Netzwerk mit dem Namen Phantom unterstrich und dann gefolgt von einer Zahl. Das seht ihr hier, das ist ein offenes Netzwerk. Und das wählen wir dann aus und sagen, wir wollen mit diesem Netzwerk verbinden. Das bedeutet, wir verbinden uns jetzt nicht mehr mit dem Heimnetzwerk, sondern mit dem Range Extender. Und sobald wir dann mit dem verbunden sind, können wir über die Zurücktaste jetzt hier wieder hingehen. Und ihr seht, dass jetzt hier oben so ein kleines grünes Lämpchen leuchtet. Und das bedeutet, dass wir jetzt mit unserem Phantom verbunden sind. Und wenn wir hier auf die Funktion Kamera einmal drücken,
dann seht ihr auch hier das Kamerabild. Ja, hier in der Bedienoberfläche sehen wir nun live das Bild. Wir können hier über diese Pfeiltasten die Kamera neigen. Wir können hier Einstellungen machen, zum Beispiel darüber, über dieses Symbol. Wir können entscheiden, okay, wir wollen hier ein Foto machen. Dann wird ein Foto gemacht. Oder wir können hier drüber über dieses Kamerasymbol die Filmaufnahme starten. Ihr seht dann hier oben auch so einen kleinen Timer, der mitläuft. Und wir nehmen jetzt praktisch auf. Wir bekommen so ein paar Telemetriedaten hier eingeblendet, können uns auch noch genauere Daten hier einblenden lassen, wenn wir das wollen. Wir haben hier die Anzahl der Fotos, die wir noch machen können. Wir sehen hier, dass eine SD-Karte eingelegt ist, wie gut die Verbindungsqualität ist, wie viel Akku wir noch haben und wie viele Satelliten im Moment gefunden worden sind. Das schwankt hier zwischen 3 und 4, deswegen ist das Symbol auch noch nicht blau. Aber hier im Studio haben wir einfach keinen besseren Empfang. Was es hier alles für Möglichkeiten gibt, das zeige ich euch nochmal in einem gesonderten Film. Wir gehen jetzt zunächst einmal wieder zurück und ich zeige euch noch ganz kurz, wofür die anderen Sachen da sind. Wir haben hier diese Albumfunktion. Dort sehen wir, was bereits aufgenommen wurde. Und wir können dann jetzt hier hingehen und uns bestimmte Fotos zum Beispiel aufs Handy übertragen. Da gibt es hier so einen kleinen Knopf zu. Dann können wir die überspielen oder wir lassen uns die hier live anschauen. Die werden also dann live übertragen. Ein Bild, das ich gestern gemacht habe. Ja, dann gibt es hier diese News-Funktion. Diese News-Funktion, die bringt aber nur was, wenn man tatsächlich mit dem Internet verbunden ist. Im Moment sind wir ja per WLAN nur verbunden mit dem WLAN der Kamera. Da haben wir hier keinen Empfang. Ansonsten würde man hier aktuelle Neuigkeiten sehen. Und im Bereich Settings können wir einige Einstellungen machen. Ihr solltet hier vorab auf jeden Fall hingehen und diese Parameter-Unit umschalten von Imperial auf Metric. Dann haben wir das, wenn wir das gemacht haben, haben wir dann nämlich hier in der Kameraübersicht alle Angaben, wie zum Beispiel die Höhe in Metern und die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde und nicht in Meilen. Das ist dann etwas verständlicher für uns. Ja, für den Anfang soll uns das jetzt hier genügen. Wie gesagt, wenn wir Fotos machen wollen, einfach hier oben drauf drücken und Filmaufnahmen starten wir hier drüber. Das ist eigentlich alles, was man für den Anfang wissen muss, um hier die ersten Probeaufnahmen, sage ich mal, zu machen. Ja, wenn wir fertig sind, gehen wir einfach wieder zurück, gehen hier raus aus der App und machen dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder aus. Ja, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, mein Film hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Falls ja, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unten, eine positive Beurteilung, empfehlt mich weiter und abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Multicopter oder zu anderen Multicoptern, dann besucht auf jeden Fall mein Forum unter www.copterforum.de.